Willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 3 Tag 33. Nach der kleinen Katastrophe, der wir uns gestern Abend gestellt haben, können wir jetzt wieder zurückgehen in die Eisöde der Verdammnis, beziehungsweise der Verwirrung. Und uns fehlen noch zwei Früchte. Wo die Früchte sind, weiß ich. Allerdings müssen wir erstmal dafür sorgen, die eine Frucht zu bekommen. Das heißt, wir müssen auch das riesige Spinnenvieh kaputt machen, dass er jetzt keine Haare mehr hat. Das heißt, eigentlich müssten wir relativ einfach rankommen. Und dann dürfen wir noch eine weitere Sache machen, wobei ich nicht weiß, ob das auch nochmal einen Endgegner darstellt. Das werden wir gleich herausfinden. Erstmal nehmen wir die ganzen Pikmin mit. Und töten das Spinnenvieh. Das mir so viel Kummer im letzten Part bereitet hat. Verdammt, noch eins. Völlig vergessen, die Pikmin wieder zu rufen. Das war meine eigene selber Schuld. So, komm schon. 60 Stück. Guti. Wir haben jetzt nur noch sehr viele Blatt-Pikmin, das ist völlig okay. Wir könnten gleich noch ein bisschen Honig holen. Oh, hier bin ich verkehrt. Aber das machen wir, wenn es soweit ist. Jetzt gehen wir erstmal wieder rüber zu dem Vieh, um es zu holen. Früher bei Olimar und mit Louis konnte man sich von den Pikmin nach Hause tragen lassen. Das war ganz praktisch, insbesondere deswegen, weil ja viele dann auch eigene Lebenspunkte hatten. So, kommt mit. Du auch. Und Brittany, du auch. Los geht's. Diesmal kriegen wir ihn. Jetzt dürfte das Ganze keine Probleme mehr darstellen. Genau, denn jetzt bekämpfen wir nicht mehr die Haare, sondern seinen Körper. Kommt alle her. Aufstehen. Keine Müdigkeit vortäuschen hier. Aufstehen. Mitkommen. Und geschafft. Endlich. Und da ist die Sternfrucht, die uns noch gefehlt hat. Gott sei Dank, wir haben sie. Schaut mal, ob wir da noch ein bisschen Honig kriegen. Den anderen Honig haben wir ja jetzt leider verpasst. Aber immerhin ein paar Blütenpigmen, das ist völlig in Ordnung. So, ihr könnt gerne an den Dingern zupfen. Vielleicht kriegen wir noch was Schönes raus. Noch ein weiteres Ei. Ja, das ist gut. Saugt schon mal. Zieht dran. Eine Knospe, beziehungsweise eine Narbe. Nee, die brauche ich nicht. Dankeschön. Aber wir holen uns jetzt noch einmal den Tropfen mit dazu. Nom nom nom, das schmeckt gut, wa? Jetzt seid ihr alle wieder fit. Wunderbar. Dann können wir jetzt die Sternfrucht mitnehmen. Guti. Dann ist die auch schnell wieder zu Hause. Und dann müssen wir jetzt noch eine Sache machen. Eine einzige Sache fehlt uns. Denn die Sternfrucht bildet ja nur eine Frucht. Egal, ob wir zwei haben oder nicht. Guti. Wir nehmen euch hier oben wieder mit. So, und dafür gucken wir nochmal aufs Gamepad. Wir müssen im Prinzip, da oben waren wir schon, hier hin. Das heißt, wir sagen jemandem, dass wir dorthin wollen. Das scheint Bambus zu sein da vorne. Das heißt, wir brauchen auch die Flugpikmin. Und ich nehme sicherheitshalber statt Wasserpikmin nochmal Elektro und Feuer mit. Wer weiß, ob wir nicht den Flammen ausgesetzt werden. Nehmt sicherheitshalber mal 10 mit. Aber ihr könnt jetzt schon mal zum Großteil wieder zurück.
Guti. Jetzt haben wir wieder 18. Dann können wir 8 wieder zurückpacken. Nehmen von euch 20 mit. Von euch, ja, 30. Und von euch nochmal 10. Dann ist das okay. Guti. Die Pikmin scheinen soweit bereit zu sein. Das freut mich sehr. Dann gehen wir jetzt dort oben hoch. Schauen mal, wie Olimar und die anderen dorthin kommen. Aber eigentlich dürfte das relativ easy laufen. Die Frage ist jetzt nur, ob sich irgendwo zwischendurch noch Gegner befinden. Da gucken wir einfach mal, während die laufen, ob wir mal kämpfen müssen. Bis jetzt sieht es nicht danach aus. Da vorne ist eine Höhle, aber da müssen wir nicht rein. Da ist ein Gegner. Oh nein, doch. Alle gut, wir haben es ja geschafft. Gibt doch keine Probleme. So, hier ist niemand. Stimmt, hier hatten wir das freigeschaltet und sind dann in diese Höhle rein. Ich erinnere mich. Dann machen wir die hier nochmal weg. Ach, komm her, nicht heulen. Alle wieder herkommen. Dann laufen wir einmal hinten rum. Schmeißen die Flügel-Pikmin hier mit ran. Ja, eins noch. Dann haben wir hier drin Feuerschweine und böse schwarze Käfer. Und ich habe noch gesagt, gegen die schwarzen Käfer haben wir noch nie gekämpft in diesem Teil. Sehr schön. Kleinen Schwarzen sind weg. Oh, da ist Mama Käfer. Und Mama Käfer ist richtig böse. Ja, Mama Käfer kommt uns auch hinterher. Oh ja, die kommt uns sowas von hinterher. Mama, lass das sein. Alle Mann, auf ihn! Lassen wir uns hier nicht gefallen. So ist gut. Mama Käfer ist tot. Okay, aber Mama Käfer hatte nichts mit bei. Wow. Ah, gut, er hat das Pikmin wenigstens nicht verschluckt. Hier kommen wir wieder zurück, wenn wir wollen. Dann haben wir einen Feuerschwein. Kommt mal alle mit. Tötet das Feuerschwein. So ist schön. Bleibt alle bei mir. Wir gehen weiter. Wir sind noch nicht durch. Hier brauchen wir die Steinpikmin. Und da oben. Da ist es drauf. Das müssen wir ausgraben. Das kriegen wir so nicht raus, oder wie? Okay, Steinpikmin holen. So ist gut. Und nochmal. Okay, kommt alle mit. Dann töten wir die da noch. Wunderbar. Aber wie kommen wir jetzt an die Pomelo dort oben ran? Das ist ja im Prinzip das letzte Ding, das uns noch fehlt. Jetzt fangen sie an zu graben. Ah, ich verstehe. Es hat ein bisschen gedauert. So ist gut. Grab das Ding aus. Ist wie gesagt das letzte, was uns noch fehlt. Dann haben wir auch noch ein paar dunkle Käfer.
Dankeschön. Können wir alles später abtransportieren. Ein Schwein ist noch übrig. Ein Feuerschwein. Danke sehr. Gut, ich glaube, dann haben wir soweit alles. Dann haben wir alles gesehen, alles mitgenommen, alles entdeckt. Hilft man noch beim Graben? Ja, ihr wisst nicht, was ihr machen sollt, ich weiß. Das Ding auszugraben dauert auch eine ganze Weile, aber es kommt. Es kommt so langsam. Und wenn wir das noch abtransportieren können, dann haben wir alle Früchte, die es gibt. Und brauchen uns um nichts weiter zu kümmern, dann haben wir unsere 100% zusammen. Geschafft. Gut. Kommt alle mit. Die Flügelpigment tragen alles. So ist schön. Okay, und unterwegs sammeln wir dann sämtliche Pikmin ein, die es noch einzusammeln gilt. Ja, die beiden Chefs brauche ich nicht. Das war klar, dass das passiert. Komm her. Passt auf, dann nehmen die Wasser-Pikmin. Das hier. Gelben helfen euch. Steine nehmen das Vieh. Gelben nehmen das Vieh, oder? Ah, die können auch die Narbe nehmen. Vom Regen in die Traufe. Mann, Mann, Mann. Gut so. Fehlt mir jetzt noch irgendein Pikmin? Ist hier noch irgendwo eins übrig? Sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, wir haben alles. Guti. Das heißt, wir gehen jetzt nach Hause. Und wenn noch irgendwo Pikmin übrig sind, holen wir sie ab. Und dann sind wir durch. Dann haben wir alle Früchte. Ich höre schon, wie alles reingebracht wird. Dann sind die 100% durch. Mehr müssen wir nicht machen. Sehr gut. Das heißt, wir warten jetzt noch auf die restlichen Pikmin, schauen, ob wir dann alle haben. Eins soll noch fehlen. Gucken wir mal. Ja, das eine ist aber nicht hier oben in der Höhle, wo wir eben waren. Das muss sich noch woanders aufhalten. Vielleicht bei dem haarigen Ungeheuer? Nee, da ist keins. Ein blaues Pikmin. Ja, wo? Das kann ja denn nur bei den anderen stecken, oder wie? Hier. Ja, ihr seid eingesperrt. Toll. Wunderbar. Weil ich jetzt vorher natürlich die Schotten dicht gemacht habe. Aber ist nicht schlimm. Wir müssen jetzt nichts mehr besorgen. Wir sind jetzt soweit durch. Und das bedeutet für uns, wir können den Tag tatsächlich beenden. Dann warten wir noch. Packen schon mal ein paar Pikmin wieder zurück. In deren Zwiebel. Und ihr seht schon, auch gerade die Steinpikmin sind jetzt endlich wieder auf 73 hochgegangen. Wunderbar. Es werden immer mehr. 11 Stück sind noch im Feld. Das sind die, die ohne Knospe und ohne Blüte unterwegs sind. Wir lassen die Zeit ablaufen, sodass wir dann auch noch in Ruhe pflücken können.
Schade, ich dachte, die entwickeln sich zumindest noch zu einer Knospe. Ist leider nicht der Fall. Na gut, dann ab mit euch, rein da. Und das eine Pikmin ist mit den anderen beiden unterwegs. Die kommen ja dann automatisch zu uns. Ja, und das war's mit Pikmin 3, meine Lieben. Das war Pikmin. Herzlichen Dank. Kann man das mischen? Das ergibt ganz sicher einen interessanten Geschmack. Wir versaften das Sternimitat. Dann das zweite Sternimitat. Dann haben wir schon 64 Flaschen. Und den goldenen Globus, die Pomelo. 65. 66. Wunderbar, alle Früchte gesammelt. Wir haben alle Früchte gesammelt. Wir müssen zusehen, dass wir den Überlichtschlüssel finden, bevor unsere Vorräte zur Neige gehen. Ja, im Prinzip müssten wir jetzt nochmal gegen das goldene Vieh kämpfen und damit hätten wir es letztendlich geschafft. Ich kann es nochmal machen. Dann sehen wir uns nochmal im nächsten Part wieder. Töten das nochmal und vielleicht gibt es dann sogar nochmal ein anderes Ende, weil wir sämtliche Früchte gesammelt haben. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber sicher, sicher. Wir probieren alles. Wunderbar. Dankeschön. Mir scheint, als hätten wir in den uns zugänglichen Gebieten sämtliche Nahrungsquellen ausgeschöpft. Auf Koppai warten alle auf uns. Wir kehren besser schnell zurück. Ich frage mich, ob wir vor lauter Vorfreude nicht etwas vergessen haben. Ah, natürlich, wir müssen noch den Überlichtschlüssel finden. So sieht's aus. Gott, ist das geil, wir haben alles. Sehr schön. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, machen nochmal den Endgegner, hören dann nochmal die Pikmin singen und ich freue mich auf euch. Bis gleich.